Jawohl. Drei sind schon da. Schönen guten Abend. Servus. Ich mache jetzt mal ein kleines Striptease, damit ihr seht, was ich heute anhab. Ich habe nämlich an das Unterstützer-T-Shirt. Könnt ihr euch auch erwerben. Könnt ihr sozusagen kaufen. Ganz wunderbar. Unterstützer. Und ja, ich bin heute alleine. Aber das macht gar nichts. Ich sehe aber, ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen runter machen. So. Damit ich im Bild. Ja, das ist es doch genau. Damit ich ein bisschen größer bin. Servus Thomas, Servus Tom, Servus Gottfried, meine zwei Weggefährten vom Triumphirat. Wir haben schon einen neuen Termin, wir treten wieder hier auf und das wird in Bälde sein. Ich glaube, es ist der 23. März oder so. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, das tut mir leid. Aber ich stelle Sonntag alles in Facebook, ins Fratzebuch hinein und da könnt ihr das alles lesen. Wir haben eh eine ganz feines, ausgewähltes Programm. Der Chris und der Chris ist nochmal da. Wen haben wir noch? Die Steffi und ich lesen nochmal. Ich bin völlig durcheinander heute. Ich weiß es nicht mehr. Wir haben ein geiles Programm. Guckt euch einfach an im Internet. Und gute Axel. Gut, haben wir ja alles. Ja, ich habe gesagt, ich lese heute. Ich lese heute Horst Evers. Ich lese aus diesen beiden Büchern. Und zwar, das eine heißt, wäre ich du, würde ich mich lieben. Und das andere heißt, für Eile fehlt mir die Zeit. Zwei wunderschöne Titel, die ich selber hätte nicht besser schreiben können oder texten können. Das ist halt so. Wen haben wir dann da noch? Meldet euch doch einfach mal, damit ich immer sehe, wer der gerade da ist. Das ist doch, wäre doch mal sehr schön. Und ich fange an mit Wäre ich du, würde ich mich lieben. Eine wunderbare, kurze Geschichte über die Drohung und eine Leiche vor der Wohnungstür. Ich wollte mal kurz Signal haben. Hört ihr mich gut? Axel, hörst du mich gut? Super. Ja, so. Am Morgen liegt eine Leiche vor meiner Wohnungstür. Denke da, wunderbar, das hast du noch vom frühen Aufstehen. Da meint man, der Frühling steht vor der Tür und stattdessen liegt da der Tod. Also wenn mich der Frühling nicht ohnehin schon immer irgendwie schwermütig machen würde, das wird von einer toten Maus auf der Fußmatte ganz sicher nicht besser. Erkundige mich bei Freundin und Tochter, ob vielleicht eine von ihnen eine tote Maus bestellt hat. So, Lieferservice. Ja. Beide versichern mir glaubwürdig, dass dem nicht so sei. Sie glauben sogar, ich würde einen Scherz machen. Ich und Scherz. Ach übrigens, den Hut, ihr habt. Man sieht ihn jetzt wieder öfter. Ich habe ihn die letzten 14 Tage schon wieder getragen. Das ist mein Sommerhut. Also wenn das Wetter ein bisschen besser wird. Heute ist es denkbar schlecht. Ich tue ihn jetzt mal weg, damit man auch sieht, was da oben sich abspielt, damit nicht mehr viel da ist. Sie glauben sogar, ich würde einen Scherz machen. Warum sollte ich einen Scherz machen? Sehe ich aus wie jemand, der vor 7 Uhr morgens Scherze macht? Sehe ich so aus? Glaube nicht. Wenn es nach mir ginge, würde ich vor 7 Uhr überhaupt nicht existieren. Echt. Hole ein Kehrblech,
Schiebe die Maus drauf und zeige sie dann zum Beweis den beiden, die übrigens noch im Bett liegen. Es kommt zum Streit. Für die Uhrzeit ein viel zu lauter Streit. Zudem weiß ich überhaupt nicht, ob Streit überhaupt der richtige Begriff ist, wenn nur die eine Seite die andere anschreit. Der Kern der an mich gerichteten Vorwürfe, A, ich sei eklig, würde B, meinen Scherz bei weitem übertreiben und solle C, doch um Gottes Willen, das Kehrblech gerade halten. Wobei, wenn das jetzt wirklich so wichtig wäre, war es natürlich ziemlich dämlich, mich dermaßen anzuschreien. Tja, klar, dass ich mich dadurch erschrecke. Also in einer Heftigkeit erschrecke, dass ich dann auch das Kehrblech unabsichtlich, also vorher Schreck, wer kennt das nicht? Also bitte, hallo? Obwohl die Berührung nur ganz kurz war, musste ich später die gesamte Bettwäsche wechseln und die Matratzen ausklopfen. Dabei war es fast gar kein Kontakt, eher nur ein Streifen ohne wirklichen Verweilmoment. Aber bei Kleinnageln in der Wohnung oder im Bett zeigen Damen, gleich welche Generation, ja tendenziell eher wenig Interesse an rationalen Bewertungen. Mich spannte sowieso längst mehr das Rätsel. Ich weiß natürlich, dass tote Tiere beispielsweise in Mafia-Filmen klare Botschaften transportieren. Ein toter Singvogel in der Post heißt, man spricht mal besser nicht mit der Polizei. Ein Pferdekopf im Bett, glaube ich, man sollte sich von einer bestimmten Frau fernhalten. Wohingegen ein abgestochener Ziegenbock im Kofferraum bedeutet, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, ich glaube, Vorfahrt achten. Oder so etwas in der Art. Ich dachte also, was jeder vernünftige Mensch denken würde. Ich dachte, was in Gottes Namen will mir die Mafia mit einer toten Maus auf der Fußmatte sagen? Echt? Doch obwohl ich daraufhin mehrere Mafia-Filme sichtete, kam ich zu keinem brauchbaren Ergebnis. Beschloss schließlich, die werden sich vertan haben. Kann ja mal passieren. Falsch verbunden sozusagen. Blöd nur für den, der in Kürze mit Betonfüßen in der Spree versenkt wird und sich zu Recht wundert, warum ihm eigentlich niemand 24 Stunden vorher die obligatorische tote Maus auf die Fußmatte gelegt hat. Boah. Na, der wird sich ärgern. Seine Familie wird vom Verfall der Sitten sprechen. Solche Klagen führt man in diesen Kreisen ja schnell. Ich hätte das Ganze bald wieder vergessen. Wäre es nicht 3 Tage später noch mal viel ekliger geworden? Da liegt nämlich erneut eine Maus auf der Fußmatte. Diesmal jedoch schon einigermaßen zerfetzt. In quasi 4 Teilen läppert sie so über die Fußmatte. Oh, guck, mein Gott, die Mafia stottert. Oh, mein Gott. Als ich aber die Mausteile aufs Kehrblech heben will, steht sie plötzlich vor mir. Nicht die Maus. Völlig regungslos, mit einem leicht angewiderten, fast spöttischen Blick starrt sie mich an und schnurrt gelangweilt. Die Katze von Janni Schneider, der jungen Pharmaziestudentin, die vor 3 Monaten im 1. Stock eingezogen ist. Kurze Zeit später, also ca. 30 Sekunden später, spreche ich Frau Schneider auf diesen Vorfall an. Sie nickt traurig und schuldbewusst. So etwas habe sie leider schon befürchtet. Hildegard von Bingen, also ihre Katze, strome dem Hof rum und habe leider die Angewohnheit, Mäuse und Vögel zu fangen und dann ins oberste Stockwerk zu bringen. Die Katze meine das als Geschenk. Sie, also Frau Schneider, habe leider auch keine Ahnung, wie man ihr das abgewöhnen könnte. Ob es mich denn wirklich sehr störe, wenn mir Hildegard von Bingen, also alle 3 bis 4 Tage, eine tote Maus oder einen toten Vogel auf die Fußmatte legen würde. Oh, mich. Ja, es stört mich. An dieser Stelle sollte ich kurz erwähnen, dass ich ein Bauernhofkind bin. Der Tod von Tieren war für mich schon immer eine der normalsten Sachen der Welt. Mit 5 Jahren hatte ich meine erste ganz bewusste Begegnung mit dem Tod. Das war, als der Zuchtbulle Apollo, den mein Großvater für unsere Kühe gemietet hatte, während seiner Arbeit einen Herzinfarkt erlitt und direkt wegstarb. Ein schöner Tod, meinten damals viele im Ort.
Was wissen die schon? Ich glaube ja, so schön ist das gar nicht. Außerdem kennen Lebende den Tod doch ohnehin nur vom Hörensagen. Und selbst das meist nicht aus erster Hand. Mich hat diese Todesursache seinerzeit jedenfalls einigermaßen verstört, zumal mein Großvater mir zuvor erklärt hatte, der Zuchtbulle Apollo würde mit unseren Kühen nur zusammen singen und dadurch bekäme diese in einigen Monaten Kinder. Also Kälber, so hat man das damals den Kindern erzählt. Ich fand das völlig einleuchtend und auch er dachte, dies sei eine kluge Erklärung, da Bulle und Kühe ja bei der Zucht einen gehörigen Lärm veranstalten. Nach Apollos Tod jedoch ergaben sich hieraus sehr viele Fragen für mich. War es möglich, dass man durch gemeinsamen Gesang sterben konnte? Wie funktionierte dieser Tod durch Gesang? Galt das auch für Menschen? Und wenn ja, galt es nicht nur für das Sterben, sondern auch für das Kinderkriegen? Bekamen also auch Menschen durch gemeinsamen Gesang Kinder? Und falls ja, warum hat dann beispielsweise Cindy und Bert nicht Tausende von Kindern? Die müssten, also, ihr wisst, was ich meine. Das ist ja unfassbar. Mein Großvater erklärte mir später, Apollo sei einfach nur sehr müde gewesen. Aus Geldgier habe ihn sein Zuhälter, also der Besitzer der Zuchtbullen, einfach viel zu oft singen lassen. Wie dem auch sei, ich erlaube mir diese Abschweifung nur, um mein Verhalten zu erklären. Als Bauernhofkind, für das tote Tiere etwas völlig Natürliches, Normales sind, schlug ich vor, Hildegard von Bingen einfach einschläfern zu lassen und dafür eine neue, besser erzogene Katze zu besorgen. Das schien mir alles in allem sehr vernünftig und durchdacht. Haben aber nicht alle so gesehen. Im Gegenteil. Plötzlich war ich der Böse, bei Frau Schneider und auch in der eigenen Familie. Und daher werde ich nun zur Buße etwas tun müssen, was ich meinem Großvater niemals hätte erklären können. Ich werde gemeinsam mit Frau Schneider und Hildegard von Bingen jemanden aufsuchen, von dem ich bis vor kurzem nicht mal wusste, dass wir einen gemeinsamen Planeten bewohnen. Ein Katzenpsychologen. Der wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, durch eine Art Hypnose Hildegard von Bingen davon abbringen will, tote Mäuse vor unsere Haustür zu legen. Oder vor unsere Tür zu legen. Oder, wenn das nicht klappt, mich dazu bringen möchte, dass ich mich entweder über die toten Mäuse von Herzen freue oder sie gar nicht mehr sehe. Oder doch vielleicht sogar vor 7 Uhr morgens noch gar nicht existiere und nochmal irgendwas anderes. Ich bin sehr gespannt. Nur eines möchte ich noch erwähnen. Zwei unserer Kühe sind damals trotz allem noch schwanger, also trächtig geworden. Vom Erlös eines der beiden Kälber wurde später mein erstes Fahrrad gekauft, mit dem ich Fahrradfahren gelernt habe. Bis heute denke ich daher jedes Mal, wenn ich mich im Frühling wieder aufs Rad schwinge, welch hohen Preis Apollo 1 dafür gezahlt hat, dass ich heute diese schöne Kunst des Fahrradfahrens beherrsche. Und auch deshalb machte mich der Frühling ohnehin schon immer ein wenig schwermütig. Ja, das war die Geschichte von der Drohung, Mafia, Katzen und so weiter und so fort. Und ich kann euch garantieren, die nächsten Geschichten sind ein bisschen kürzer. Und ich habe noch eine Geschichte von einem guten Freund von mir. Original Berliner Bubble Tea. Und wenn ich jetzt tatsächlich meine Agentur wechsle, habe ich wieder eine Agentur in Berlin. Und da freue ich mich drüber. Original Berliner Bubble Tea. Bernhard, ein vergleichsweise ziemlich weitläufiger Bekannter, hat ein neues Projekt. Er will einen Original Berliner Bubble Tea Laden eröffnen. Diese Lokalidee ist einfallsreicher, als es beim ersten Hören klingt. Zwar will auch er irgendwie Bubble Tea anbieten, so wie es ja mittlerweile tausende von Läden und Getränkebuden in dieser Stadt machen, aber sein Bubble Tea Etablissement wird eben nicht so asiatisch daherkommen, sondern eher mit original Berliner Flair. Was die Einrichtung anlangt, aber vor allem auch die Getränke selbst. Bei ihm sind dann beispielsweise in dem Tee statt der Bubbeln so ganz, ganz, ganz kleine Fleischbulletten. Original berlinerisch eben, aber viele unterschiedliche Farben werden die natürlich auch haben. Und diese breiten Strohhalme, mit denen man die kleinen Bulettchen Stück für Stück rauszupfen kann, soll es sowieso geben.
Das Ganze will er anbieten in den Geschmacksrichtungen Kreuzberg, Neukölln, Friedrichshain, Marzahn und außerhalb des S-Bahn-Rings. Wie außerhalb des S-Bahn-Rings schmecken soll, weiß er allerdings noch nicht. Wahrscheinlich vom Geschmack her eher dünn besiedelt. Auf Wunsch gibt es selbstverständlich auch Latte Bulette Macchiato to go. Weitere Variationen und Spezialitäten sind in Arbeit. Ihr dürft übrigens ruhig lachen, wenn euch zu lachen zumute ist. Oder vielleicht ist auch hier, ihr zwei meine ich hier. Auch ein Logo für das Berliner Bubble Tea Original gibt es schon. BBO steht drauf und es erinnert ein wenig an BBI. Das Flughafenlogo. Entwickelt hat es Peter, der mir von Bernhards Idee erzählt hat. Er will mich überreden, in dieses Geschäft zu investieren. Peter selbst ist auch schon dabei. Er überlegt wohl tatsächlich, seine zweite Lebenshälfte bzw. das Mitteldrittel, wie es Peter selbst nennt, als Investor und Unternehmensberater speziell für Jungunternehmer zu verbringen. Angefangen hat alles damit, dass in dem Kreuzberger Haus, in dem Peter Miete ist, immer mehr Wohnungen in Ferienapartments umgewandelt wurden. Das ging ihm gehörig auf den Geist. Nicht nur, weil diese Umwidmung mittelfristig die Mietpreise hochtreibt, sondern auch, weil die Partydichte erheblich steigt. Außerdem scheint das Prinzip der deutschen Mülltrennung wohl nicht allen Besuchern vertraut. Nicht einmal die Basistrennung zwischen Mülltonne und Treppenhaus. Eigentlich wollte Peter seine Wohnung deshalb möglichst teuer untervermieten und selbst, wie er es nannte, billig in Südtempelhof wohnen gehen. Das ist eine Berliner Verlaufsform. Um mehr Miete nehmen zu können, plante er allerdings noch, die Dielen abzuschleifen. Er hatte jedoch kaum die Schleifmaschine angeworfen. Da stand auch schon ein hessischer Familienvater vor der Tür. Ich bin mit meiner Familie hier nur für so eine Woche in Berlin. Müssen Sie dann ausgerechnet in der Woche den Fußboden abschleifen? Peter äußerte Verständnis, meinte aber, er habe die Maschine nun schon gemietet und irgendwann müsse er den Boden schließlich mal abschleifen. Der Familienvater bot ihm nach kurzer Diskussion 150 Euro, wenn er dies eine Woche später tue. Peter willigte ein, unter der Bedingung, dass er zumindest noch das kleine Action, in dem er nun schon angefangen hatte, fertig machen zu dürfen. Nur Minuten nachdem der Familienvater gegangen war, stand der Nächste vor der Tür, diesmal ein kanadischer Berlin-Urlauber. Ich bin nur eine Woche in Berlin. Können Sie nicht vielleicht nächste Woche, also dieses Abschleifen ist schon sehr laut. Und den Rest könnt ihr euch fast denken. Nach knapp 2 Stunden hatte Peter rund 700 Euro von den verschiedenen Ferienapartmentbewohnern seines Hauses zusammen. Eine Woche später kam dank seines gewachsenen Verhandlungsgeschicks und noch größeren, lauteren Schleifmaschinen bereits über 900 Euro zusammen. Mittlerweile lebt Peter ganz gut vom wöchentlichen Nichtabschleifen seiner Dielen. Ab und an ist es natürlich notwendig, die kleinen, bereits abgeschliffenen Flächen wieder mit Bodenfarbe zu überstreichen, um sich sozusagen nicht seiner Geschäftsgrundlage zu berauben. Aber sonst läuft das ganz gut. Mehr noch, Peter überlegt schon, ob er das nicht als Gewerbe anmelden als auch in anderen Mietshäusern mit vielen Ferienapartments sein lautstarkes Nichtabschleifen der Fußböden anbieten soll. Aber wahrscheinlich ist er klug genug, sich mit einer Wohnung zu begnügen und die Überschüsse in andere erfolgversprechende Geschäftsideen zu investieren. Denn als künftiger Unternehmensberater weiß er natürlich auch, zu viel Wachstum macht so ein junges, mittelständisches Unternehmen ja oft immer wieder ganz schnell kaputt. Tja, so sieht das aus. Wie viel Uhr haben wir denn? Kann man das mal jemand sagen? 49. Danke. So. Die nächste Geschichte, auch aus diesem Buch, heißt Der werfe die erste Rolltreppe. Geschichte, die auch so ein bisschen den Bär, also den Berliner Flughafen, trifft oder davon handelt. In der Zeitung gibt es wieder einen Bericht über den Flughafen Schönefeld. Man wird demnächst wohl eine weitere Verlegung des Eröffnungstermins bekannt geben. Wahrscheinlich wird es jetzt der Herbst 2014. Oder sie verschieben es doch auf 2015 oder 16 oder vielleicht gleich nach Leipzig. Zunächst sind sie aber noch damit beschäftigt, die Mängel aufzulisten.
Das wird erst mal 5 oder 6 Monate dauern, mindestens. Weil ich finde das gut. Das Ganze hätte auch viel, viel schlimmer kommen können. Im Sommer 2012, als dieser Flughafen ja eigentlich hätte eröffnet werden sollen, war schon alles vorbereitet. Einladungen verschickt, Catering organisiert, Kulturprogramm, Luftschau, Kinderfest. Es war alles, alles fertig. Insofern fand ich es einigermaßen umsichtig, dass die Betreiber so 4 oder 5 Wochen vor der Eröffnung sich doch einmal den Flughafen angeguckt haben. Wie weit er denn eigentlich ist, war mir sehr sympathisch, weil ich das immer ganz genauso mache. Kurz bevor es losgeht, einmal durchatmen und in Ruhe gucken. Haben wir auch wirklich alles? Ist dann alles gedacht? Gibt es Brandschutz? Sind auf allen Gebäuden Dächer? Denn das wäre ja noch viel peinlicher gewesen. Den Flughafen eröffnen und nach 2, 3 Tagen Betrieb guckt einer hoch und sieht, ach, kein Dach. Dann wäre das doch richtig unangenehm geworden. Man hätte ja nicht mal mehr sagen können, dass man nicht fertig geworden sei. Eben weil man bereits eröffnet hätte. Also hätte man sich die Begründungen aus den Fingern saugen müssen. Sätze wie, ja, das ist eben so ein offenes Konzept. Ohne Grenzen, ohne Dach. Denn es ist ja ein Flughafen. Da wollten wir eine direkte Verbindung zum Himmel herstellen. Ohne störendes Dach, ein ganzheitlicher Flughafen, bei dem man sich schon während des Eincheckens in der Schlange erfreut. Guck mal da oben im Himmel, da bin ich gleich. Ja, ist auch freigerade, wie schön. Natürlich ist hierauf, auf diese ohne Dach-Vision, auch unser gesamtes Brandschutzkonzept abgestimmt. Es muss halt regnen. Aber dann greift alles ineinander. Solche Erklärungen wären mir noch viel unangenehmer gewesen. Da finde ich den jetzigen Umgang ehrlicher und würdevoller. Gut, den Hauptbahnhof hat man seinerzeit auch eröffnet. Obwohl das Dach nur halb so lang wie der Bahnsteig war. Aber in der Innenstadt ist es auch nicht so windig wie in Schönefeld. Da macht so ein bisschen Regen den Reisenden praktisch überhaupt nichts aus. Wie überhaupt der Überdachungswahn bei Bahnhöfen und Bahnhofsvorplätzen nochmal ein völlig anderes Thema ist. Der allgegenwärtige Überdachungswunsch geht ja mittlerweile so weit, dass schon Bahnhöfe für horrende Summen unterirdisch gebaut werden, um wirklich die totale Überdachung sicherzustellen. Mit staatlicher Beteiligung. Nicht wenige sprechen schon vom Überdachungsstaat. Doch das ist ausnahmsweise mal nicht mein Problem und kein Problem von Schönefeld. Rund 20.000 Mängel hat man bisher festgestellt. Teilweise ziemlich spektakuläre, wie die zu kurzen Rolltreppen. Das muss sich mal jemand überlegen. Zu kurze Rolltreppen. Davon gibt es wohl mehrere zwischen den einzelnen Stockwerken. Viele Berliner fragen sich, wie so etwas passieren kann. Nicht nur Berliner. Die ganze Welt fragt sich, wie so etwas passieren kann. Ich nicht. Ich kenne solche Phänomene durchaus von manchem Ding, das ich so in meinem Leben gebaut habe. Auf einmal fehlt irgendwo ein Stück. Das geht ganz schnell. Auch gerade bei Rolltreppen. Wer hat das denn noch nicht erlebt? Ein Zollstock misst halt nun mal nur 2 Meter. Da muss man natürlich anhalten nach 2 Metern. Dann hat man gerade keinen Bleistift, also hält man den Daumen hin und während man den Zollstock weiterschiebt, muss nur mal einer was rufen, man dreht sich leicht, der Daumen rutscht in der Bewegung ein bisschen nach oben und zack! Fehlt später ein Stück. Also ich würde sagen, wem das noch nicht passiert ist, der werfe die erste Rolltreppe. Ich fände es wirklich spannend, diese Rolltreppen mal zu sehen oder auch die absackenden Böden. Wäre auch bereit, dafür zu zahlen. Also ich glaube, viele andere Menschen ebenfalls. Ich kenne einige. Mit entsprechenden Führungen könnte man da sicherlich einen Gutteil der Mehrkosten wieder auffangen. Zumal das Licht ja ohnehin Tag und Nacht brennt. Da war auch ein Mangel, den ich faszinierend fand. Als die Bauleitung mitteilen musste,
Sie wisse leider nicht, wie man das Licht ausmachen könnte. Solche Probleme sind doch auch Chancen. Daraus könnte man eine schöne Challenge entwickeln, wo Menschen aus aller Welt nach Berlin kommen und jeder versucht mal hier am Flughafen das Licht auszumachen. Viele kämen bestimmt mit eigenen Schalterkonstruktionen. Sowas wäre ein Ereignis. Man könnte einen richtigen Bürgerflughafen propagieren, bei dem jeder mitbauen darf. Aber wahrscheinlich werden sie einfach heimlich weiterbauen. Das wird auch gehen. Irgendwann werden sie es schon schaffen. Davon bin ich überzeugt. Irgendwann wird irgendwo, irgendwie, irgendwas eröffnet werden. Es ist noch immer irgendwo, irgendwie, irgendwann, irgendwas eröffnet worden. Man wird schon gar nicht mehr daran denken. Man wird beim Frühstück sitzen, die Zeitung blättern und plötzlich ausrufen: Ach, guck mal! Jetzt haben sie es eröffnet. Was? Na, den Flughafen, jetzt ist er eröffnet. Welcher Flughafen? Na, der Flughafen, weißt du doch. Da hat doch Opa immer von erzählt. Was ist denn ein Flughafen? Na, früher, wenn man verreisen wollte, da gab es so Flugzeuge und für die brauchte man einen Flughafen. Und der ist jetzt eröffnet. Ach, und machen Sie das mit den Flugzeugen dann auch wieder? Nee, das wäre ja doof für die Umwelt. Nein, nein, Sie schreiben, es sei der weltweit erste Flughafen, der schon bei der Eröffnung ein Museum ist. Das ging jetzt mal wirklich richtig schnell. Ha, ha, ha. Das ist eine wunderbare Geschichte. Ich liebe sie. Und ich wechsle jetzt mal das Buch. Oder habe ich da noch was? Nee, ich wechsle jetzt mal das Buch. Ich gehe zu dem Buch. Für Eile fehlt mir die Zeit. Und wenn ich bitte nochmal eine Zeitansage kriege. 18:57. Danke. 3 Minuten vor. Ah, wunderbar. 57 Minuten nach. Ja, 57, gut, okay. Wo habe ich denn das jetzt? Ist das jetzt Schusswaffen für alle? Zeigt mir dann Spam-Ordner, kriminelle meiner Füße. Ah ja, das kriminelle Genie. Servus André, servus Petra, Gude. Herr Gottfried ist immer noch da, der hat Geduld, ey. Ich weiß, nur lesen ist nicht so einfach. Und ja, aber ich denke, so Geschichten sind okay. Und ich freue mich über die, die da sind, weil von denen weiß ich auch, die interessiert es. Meine Haftpflichtversicherung schrieb mir vor einiger Zeit, sie wetten mit mir, dass ich zu viel für meine Kfz-Versicherung zahle. Die Kfz-Versicherung von Ihnen sei mit Sicherheit billiger und besser als meine jetzige. Ich war skeptisch, allein schon, weil ich weder ein Auto noch eine Versicherung habe. Außerdem schrieben sie leider auch gar nicht, warum sie mit mir wetten. Schade, weil gewonnen hätte ich die Wette wohl. Als ich Julia, die mich zum Frühstück eingeladen hatte, von meiner Haftpflichtversicherung erzählte, war sie begeistert. Echt? Rainer, du hast eine private Haftpflichtversicherung? Ja, die musste ich damals wegen der Waschmaschine in der Wohnung abschließen. Die Vermieterin hätte mir die Wohnung ohne private Haftpflicht nicht gegeben. Julia verschwand plötzlich, kam dann mit einer großen Vase wieder. Hier, sagte sie, mach die mal kaputt. Was? Na ja, die ist hässlich, groß und ein Geschenk vom doofen Josef. Der doofe Josef ist Julias Ex-Freund. Nicht zu verwechseln mit dem Arsch Martin, dem blöden Johannes oder dem Sackgesicht Sebastian. Ihren anderen Ex-Freunden. Wenn es in anderen Kreisen vielleicht ein edles Ziel sein sollte, nach einer Trennung sagen zu können, wir sind aber trotzdem Freunde geblieben, dann ist Julia von diesen anderen Kreisen einigermaßen weit entfernt. Julia hat noch nie Interesse an einem freundschaftlichen oder irgendwie zivilisierten Ende einer Beziehung gezeigt. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, sie geht auch deshalb immer wieder neue Beziehungen ein, weil es ihr so viel Spaß macht, sich krachend und lautstark zu trennen. Ich habe doch die Quittung von dem Scheißding. Die hat der Idiot mir damals mitgeschenkt. Sie fuchtelt mit der Vase. Das zahlt doch die Versicherung garantiert nicht, oder? Das müssen die dann doch zahlen. Sag mal, Julia, spinnst du?
Was? Wieso? Ah, ja, natürlich, du hast recht. Wegen so einer Popelvase vom doofen Josef verballern wir doch nicht deine Haftpflicht-Joker. Moment. Ich hab's. Wieder verschwand sie. Diesmal für rund 10 Minuten und kam mit einem riesigen, gigantischen Stapel Wäsche zurück. So, Rainer, ich hab mal ein bisschen aussortiert. Die Klamotten sind quasi über. Wie kannst du jetzt alle für mich waschen? Kochwäsche bei 95 Grad. Und dann kann ich mich auf Kosten deiner Haftpflicht komplett neu einkleiden. In den besten Läden der Stadt. Sie strahlte. Ich war verängstigt. Julia, so geht das doch nicht. Wieso? Okay, okay, du kannst dir davon auch was kaufen. Außerdem hast du zur Belohnung ein Mitspracherecht. Also du darfst mitkommen in die Läden und mir beim Aussuchen helfen. Jetzt bekam ich richtig Angst. Nein, Julia, das geht technisch nicht. Wenn ich dir die Wäsche wasche, gilt das als Freundschaftsdienst. Sowas erkennt die Versicherung nicht an. Echt? Sie wirkte aufrichtig überrascht, wusste aber auch keine Lösung. Na, dann tun wir doch eben so, als wenn wir uns nicht kennen würden. Julia, warum sollte ich dir die Wäsche waschen, wenn wir uns gar nicht kennen? Na, du bist eben bei mir eingebrochen und hast heimlich meine Wäsche gewaschen. Bei 95 Grad. Ja, aber warum sollte denn ein Einbrecher sowas tun? Du bist eben kein normaler Einbrecher, sondern halt so einer mit einer ganz besonderen Perversion. Eben so einer, der zwanghaft die Wäsche von schönen Frauen waschen muss. Ich bin ein perverser Einbrecher, der zwanghaft die Wäsche von fremden Frauen wäscht. Von fremden, schönen Frauen. Bei 95 Grad. Also ich weiß nicht. Ach komm, da ist doch nichts dabei. Da kennst du doch aus, das kennst du doch aus Filmen. Diese perversen Typen mit so einer Frauenklatsche, die über diese Frauen Macht gewinnen wollen, indem sie deren Wäsche waschen, weil sie es einfach nicht akzeptieren, nicht ertragen können. Die intellektuelle Dominanz dieser schönen Frauen. Moment mal. Deine was? Ja, intellektuelle Dominanz. Entschuldigung, das bedeutet praktisch, dass ich schlauer bin als du. Ich weiß, was das bedeutet. Eben, und weil du es nicht ertragen kannst, also meine intellektuelle Überlegenheit, da brichst du bei mir ein und wäschst meine Wäsche bei 95 Grad, um dadurch Macht über mich zu gewinnen. Ich gewinne Macht über dich, indem ich deine Wäsche wasche. Ja, das ist so. Alter Frauentrick, weißt du? Und außerdem bist du ja auch pervers. Und völlig verrückt. Mach dir keine Sorgen. Ich habe alles genau durchdacht. Sie lachte aufgeregt, ihre Augen funkelten. Ein gewisser Wahnsinn hatte sich schon in ihr Gesicht geschlichen. Ich musste jetzt einen Schlussstrich ziehen, also sprang ich auf und verkündete mit fester Stimme: Nein, Julia! Ich werde deine Wäsche nicht waschen. Niemals, nicht einmal bei 60 Grad. Dann drehte ich mich um die eigene Achse und wendete mich in großer, theatralischer Geste ab. In der Drehung stieß ich versehentlich gegen die Vase, die direkt runterfiel und in 1000 Stücke zersprang. Julia war dann doch noch sehr zufrieden. Ja, so geht das mit den Versicherungen. Ich habe ja heute noch ein kleines Attentat auf euch vor. Wenn ihr Bock habt, da Säugetier mit U, die ist für heute zu lang. Da haben wir schon zu lange Geschichten gehabt. Aber zum Schluss habe ich noch mal was Kleines mit euch vor. Ich möchte euch gerne bitten, dass ihr euch eine Zahl überlegt. Und nennen wir das mal Lieben und nennen wir das mal Zeit. Zeit, Lieben, Zeit. Ich möchte dann, wenn ich sage, okay, von euch eine Zahl und entweder Lieben oder Zeit. Und zwar eine Zahl zwischen 0 und 1 und 2, 218 und 1 und 218. Und diese Geschichte deute ich dann raus und dann lese ich sie. Ach mein Gott, wer hat denn da schon wieder Zahlen geschickt? Ich habe doch gesagt, wenn ich sage, los,
weil ich lese jetzt noch eine kleine Geschichte aus dem hier vor. Übrigens auch eine kleine, was Autobiografisches. Das Komplizierte am Leben ist das Leben an sich. Horst Evers über die Tücken des Daseins. Warum erfindet der Mensch elektrische Zahnbürsten, aber keinen Mülleimer, der selbstständig in den Hof runtergeht und sich ausleert? Gibt es eine Altersvorsorge, die auch schon in jungen Jahren glücklich und zufrieden macht? Wie hält man vor einem Kater dessen Kastration geheim? Wie die Tücken des Hier und Jetzt auch aussehen mögen, Horst Evers hat zwar nicht immer eine Lösung parat, kann aber so lustig und liebevoll davon erzählen, dass man schon wieder froh über die Probleme ist. Dieses Buch gibt keine Ratschläge, aber hilft aber trotzdem. So, und jetzt habe ich noch eine ganz kurze Geschichte und dann sage ich, auf los geht's los. Und dann möchte ich gerne von euch, was YouTube von mir denkt. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal schon gelesen. Besonderes Talent, der Beistellsalat, der ist zu lang, was für den Chingis Khan. Pädagogische Freiheit. Jawohl, genau das habe ich gesucht. Und dann kommt von mir ein Kommando. Ich zähle dann von 10 bis 0 runter. Und bei 0, wer da die Zahl schickt, exakt die Zahl nehme ich. Und vergesst bitte nicht Zeit oder Liebe. Zeit oder und Liebe. Pädagogische Freiheiten. Montagnachmittag. Passe auf die 5-jährigen Zwillinge von Julia auf. Gerade zeige ich Ihnen, wie man bei einem Prinzrollenkeks ganz vorsichtig den oberen Keksdeckel abnehmen kann. Die Schokolade innen rauskratzt, sodass nur außen ein kleines Schokoladenmäuerchen bleibt, auf das man dann den oberen Keksdeckel wieder drauflegt, wodurch ein hohle Prinzenrollenkeks entsteht, den man dann ohne weiteres in die Packung zurücklegen kann. Es wird also niemanden bemerken, wenn man aus einer Packung Prinzenrolle die gesamte innere Schokolade rausnaschte. Wenn ich auf die Kinder aufpasse, bemühe ich mich immer, mit ihnen mal was Ungewöhnliches zu machen, wofür den Eltern doch meist die Zeit fehlt. Später werde ich mit den Kindern noch überlegen, was man so in so einen Prinzenrollenkeks statt der Schokolade reintun könnte. Saures Brausepulver, super scharfe Halspastillen oder ein Stückchen Handkäse etwa, stinkig natürlich. Vielleicht haben die Kinder aber auch eigene Ideen. So wird aus einer schlichten Geschicklichkeitsübung vorsichtig den Deckel lösen, Schokolade rauskratzen, Deckel sanft wieder draufdrücken, am Ende sogar noch etwas, was sie die Kreativität anregt und fördert. Ich glaube, ich bin schon ein ziemlich guter Babysitter. Außerdem ist, wenn ich ihnen wohldosiert nervigen Scheiß beibringe, auch auf elegante Weise sichergestellt, dass ich nicht so häufig als Babysitter angefragt werde. Als sie 3 Jahre alt waren, habe ich ihnen beispielsweise beigebracht, wie man mit 2 faulen Äpfeln, einer braun gewordenen Banane, einer großen Plastikschüssel und einem Handtuch sein eigenes riesiges Fruchtfliegenvolk züchten kann. Ich wurde 1 Jahr lang nicht mehr als Babysitter angefordert. Und das, obwohl doch allgemein bekannt ist, wie positiv es für die Entwicklung von Kindern ist, wenn sie möglichst früh lernen, Verantwortung für Tiere zu übernehmen. Für mich ist das natürlich auch entspannend, auf Kinder aufpassen zu dürfen, für deren Erziehung und weitere Entwicklung man jetzt nicht so wahnsinnig verantwortlich ist. Also nicht in dem Maße wie bei eigenen Kindern. Man rein pädagogisch daher auch mal ein bisschen Freiraum hat. Nicht immer nur das Wohl der Gesellschaft und der Eltern im Blick haben muss. Man kann darüber streiten, ob es erzieherisch zwingend notwendig ist, den Kindern beispielsweise das Abfüllen von Mayonnaise in leere Shampoo-Flaschen beizubringen. Aber wer würde denn sonst solche Dinge lehren? Dafür hat man doch Freunde. Die Zwillinge sind in jedem Fall mit bemerkenswerter Geschicklichkeit, Intelligenz und Eigeninitiative bei der Sache. Besser, ich bilde sie aus als jemand, der nur Unsinn im Kopf hat. Zudem muss ich zugeben, dass ich kürzlich beim Frühstück in ein Croissant gebissen habe, das die beiden mir am Abend zuvor mitgegeben hatten und mir die scharfe Tabasco-Soße, die sie da wohl irgendwie reingespritzt haben, fast die Zunge weggeätzt hätte. Da war ich doch
bei allem Rotz und allen Tränen, die mir übers Gesicht liefen, schon auch ziemlich stolz auf meine beiden Hacke. Die Macht ist stark in ihnen. Bald schon werde ich ihnen vermutlich nichts mehr beibringen können. Tja. So. Wer wäscht mit mir die Wäsche? Also ich garantiert nicht. Und ich zähle jetzt runter. Und wer bei 0 genau da die Zahl und das Wort schickt, den nehme ich. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, liebe 112. Liebe 112, das ist die Esme Wetterwachs. Bei mir bist du noch gar nicht auf 0. Doch. Nee, hier nicht. Ach so, stimmt ja. Nee, ist okay. Ja, nee, wir müssen noch eins machen, ihr habt recht. Das ist ja durch die Zeitversetzung. Wir waren als erstes. Ich mach's nochmal. Komm, nenn die Birgit. Ist doch wurscht. Oder nee, Quatsch, die. Die 112, komm, mach doch. 33, ja, ich weiß, du willst, dass Schluss ist. Also die 33 kann ich nicht nehmen, die ist zu lang. Ach nee, der André war es sogar. 37, der André. 37? Ja. Okay. Och, die, oh nee, das sind 12 Seiten. Geht nicht. Bei den 69 bleiben. Ah, ja, da haben wir doch. Die 112. So, ich lese jetzt nun die letzte Geschichte aus Wäre ich du, würde ich mich lieben. Was da heißt, was nützt dem Wolf die Freiheit, wenn er das Schaf nicht fressen darf? In Cottbus, Ecke Bahnhofstraße, Erich-Weinert-Straße, steht ein Mann an der Kreuzung und wartet. Als die Ampel grün wird, gehe ich rüber, er bleibt stehen. Gehe gegenüber in den Kiosk und als ich wieder rauskomme, steht er immer noch da. Mehrere Grünphasen müssen mittlerweile vergangen sein. Auch jetzt ist gerade wieder eine. Links und rechts drängen sich die Leute an ihm vorbei, aber er bleibt einfach stehen. Als ich auf dem Rückweg wieder an ihm vorbeikomme, spreche ich ihn an. Entschuldigung, aber gibt es einen Grund, warum Sie bei Grün nicht die Straße überqueren? Oh, er schaut mich erschrocken an. Was nützt dem Wolf die Freiheit, wenn er das Schaf nicht fressen darf? Ich denke, das frage ich auch. Will gerade weitergehen, als er plötzlich ruft: Entschuldigung, Fluss durch Luzern mit 5 Buchstaben. Was? Fluss durch Luzern mit 5 Buchstaben. Reus. Reus? Ja, Reus. Wie der Fußballer, nur mit doppeltem S. Welcher Fußballer? Marco Reus, Borussia Dortmund. Was hat der denn mit Luzern zu tun? Nichts. Der Fluss heißt nur so. Welcher Fluss? Ja, der durch Luzern. Oh, den suche ich. Wissen Sie zufällig, wie der heißt? Ja, Reus. Ja, wie der Fußballer? Ganz genau, nur mit doppeltem S. Er holt ein Kreuzworträtsel raus, schaut, sagt dann, nee, das kann aber nicht sein. Das muss was mit 5 Buchstaben sein. Ja, Reus ist doch mit 5 Buchstaben. Ja, aber nur, wenn man es auch so schreibt. Was? Ja, außerdem haut das nicht hin. Das muss mit H anfangen. Zeig mir das Kreuzworträtsel. Brauche einen kurzen Moment, da mehrfach mehrere Buchstaben in einem Kästchen stehen. Aber dann erkenne ich das Problem. Das liegt daran, dass Sie beim männlicher Hase Haserich geschrieben haben. Das muss aber Ramler heißen. Ich weiß, aber ich schreibe solche Worte nicht so gerne. Bitte? Ja, Ramler, das schreibe ich einfach nicht gerne. Da schreibe ich lieber Haserich. Ja, aber dann ist es ja verkehrt. Ja, aber das ist es mir wert. Es wird grün. Er drückt mir plötzlich das Kreuzworträtsel in die Hand und rennt über die Kreuzung. Ich bleibe irritiert zurück. Es wird rot, dann grün, dann wieder rot. Ein älterer Herr spricht mich an. Entschuldigung, aber gibt es einen Grund, weshalb Sie bei grün nicht die Straße überqueren?
Ich schaue erschrocken und sage, was nützt dem Wolf die Freiheit, wenn er das Schaf nicht fressen darf? Er lacht. Okay, sagt er, kein Problem. Der Fluss durch Luzern heißt Reuß. Geben Sie mir einfach das Kreuzworträtsel. Ich übernehme für Sie, dann können Sie weiter. Gebe es ihm und gehe langsam wieder meines Weges. Nach einigen Schritten höre ich es plötzlich laut hinter mir rufen. Was nützt dem Wolf die Freiheit, wenn er das Schaf nicht fressen darf? Und dann denke ich, meine Herren, Cottbus ist doch sehr viel eigener, als man so meint. Aber in Berlin glaubt einem das wahrscheinlich wieder kein Mensch. Tja, so ist das. André, du hattest einen Fehlstart. Ja, meine Lieben, das war's für heute. Am Anfang war es ein bisschen zäh, da hatten wir 2 oder 3, aber jetzt haben wir doch 5 oder 6. Zwischendurch waren noch ein paar andere da. Ich weiß, nur lesen ist immer ein bisschen nicht ganz so einfach, aber das macht überhaupt nichts. Hauptsache, ich habe meinen Spaß. Nee, aber ihr habt ja auch so ein bisschen Spaß gehabt und auch die Damen und Herren hier im Studio, im Live-Studio der TESA Produktionsgesellschaft hat auch Spaß. Und ich möchte mal ganz vorsichtig und optimistisch äußern, dass ich jetzt einen neuen Terminplan mache. Ich mache den nicht am 22. März, keine Bange. Ich höre nicht auf Bouffier und ich höre auch nicht auf Merkel, auf gar niemand. Ich sage einfach, Mitte, Ende April fangen wir hier wieder an zu spielen. Habe ich gedacht so. Dann habe ich vorhin den Herrn Wieler gehört. Und der Herr Wieler erzählt, dass die englische Variante einem Mutantenstadel ähnelt. Das heißt, die englische Variante, die mittlerweile bei 46% liegt, wesentlich gefährlicher, wesentlich aggressiver, überrollt uns gerade. Ich weiß jetzt nicht, ob das die 4., 5., 6., 7. oder 8. oder 9. Welle ist. Ich habe keine Ahnung. Und ich weiß nicht, was es bedeutet. Aber ich plane. Und wir beginnen mit dem Männerschnupfen. Dann kommt Kunst. Dann kommen die Philosophiker. Dann kommt... Nein. Das verrate ich erst später. Die Palmdudler haben was Spezielles vor. Also die Palmdudler und ich oder wir. Wir haben am Montag die erste Besprechung. Lasst euch überraschen. Es wird so geil. Und die Palmdudler haben ja schon ein Hammerlied geschrieben und haben es schon veröffentlicht. Ist Corbino oder was? Geiles Ding. Müsst ihr hören. Gibt geistert in Facebook rum. Guckt mal Palmdudler. Sensationell. Und was wir da noch vorhaben, ist mindestens genauso sensationell. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen schönen Abend. Genießt ihn. Und lasst es euch gut gehen. Und guckt bitte ab Sonntagabend oder Montag, spätestens in Facebook nach, die ganzen Termine bis Ende, Mitte, Ende April stehen. Ah, nein! Ah, eins habe ich noch. Am 18. April, ein Sonntag, haben wir einen geilen Event, der sich A lohnt für euch und B, ihr damit auch das Theater unterstützen könnt. Und zwar eine einstündige Magic Zaubershow, die ihr zu Hause im Fernsehen oder über euren Laptop oder sonst wo gucken könnt. Mehr erfahrt ihr Anfang nächster Woche. Ein Tipp übrigens von Markus Wissel, der hat mir das vermittelt und der Markus ist übrigens auch da mit seiner ganz neuen Puppe und Markus und ich werden hier auf der Bühne sitzen, werden ein bisschen plaudern, wie man zum Puppenbändiger oder zum Puppenredner wird und dazu mehr nächste Woche. Am 9., am Dienstag ist Mixed da. Die Nele ist wieder gesund und wir freuen uns auf Mixed, auf den Klaus und die Nele und ich wünsche euch jetzt endgültig, aber ihr kennt mich ja, ich laber halt gern, schönen Abend. Tschö.